Sowohl in der ersten Auflage von Klimatologie als auch in der aktuellen vierten Auflage aus dem Jahr 2013 befindet sich oberhalb der Strahlungsbudgettabelle eine Formel, in der auch die bereits mehrfach erwähnten merkwürdigen 114% im Ergebnis auftauchen. Und diese Formel wollen wir uns nun mal genauer anschauen und uns deren Entstehungsgeschichte anschauen. Denn sie steht im engen Zusammenhang mit der Berechnung des Treibhauseffektes. Bemerkenswerterweise steht über diese wichtige Entstehungsgeschichte des Treibhauseffektes seit der ersten Auflage im Jahr 1994 nichts in diesem studentischen Lehrbuch für Klimatologie von Christian Schönwiese. Das hat wohl seine Gründe. Aber wir müssen Sie vorwarnen. Was Sie in den nächsten Minuten zu hören und zu sehen bekommen werden, ist keine Anekdote aus dem Kindergarten der Klimawissenschaft, sondern so haben wirklich hochrenommierte Naturwissenschaftler allen Ernstes bis heute das komplexe System der Erde auf einfachste lineare Gleichung heruntergebrochen. Und auf diesem dubiosen wissenschaftlichen Ursprung, den wir gleich belegen werden, basiert der angebliche Treibhauseffekt und der politische Klimaschutzaktionismus. Also seien Sie auf einiges gefasst. Wir erinnern Sie noch einmal an das Zitat von Sven Plöger, um Ihnen klarzumachen, dass wir Ihnen in den nächsten Minuten aufzeigen werden, wie die Klimawissenschaft diese drei Werte ermittelt hatte. Die Durchschnittstemperatur auf diesem Planeten wäre ohne die Treibhausgase minus 18 Grad und mit den Treibhausgasen plus 15 Grad, 33 Grad wärmer. Das ist Treibhauseffekt. Das einzige Buch, in dem wir Hinweise auf die Ermittlung und Berechnung dieser drei Werte gefunden haben, ist dieses Buch des Schweizer Physikers Fritz Gassmann aus dem Jahr 1994, was unter anderem vom Verlag der Fachvereine der Schweizerischen Hochschulen aufgelegt worden war. Zuerst werden wir Ihnen zeigen, wie die minus 18 Grad Celsius ermittelt worden sind. Den Anfang und die Basis der ganzen Treibhauseffektberechnung bildet die Solarkonstante mit einem Wert von ca. 1367 Watt pro Quadratmeter. Die Solarkonstante beschreibt die Sonnenintensität, die in einem mittleren Abstand Erde-Sonne ohne den Einfluss der Atmosphäre senkrecht zur Strahlrichtung auf die Erde auftrifft. Merken Sie sich bereits jetzt, dass die Solarkonstante einen Wert ohne Atmosphäre ausweist. Dass das wichtig ist, werden Sie später in diesem Video noch sehen. Deshalb merken, Solarkonstante wird ohne den Einfluss der Atmosphäre ermittelt. Fritz Gassmann hatte in seinem erwähnten Buch im Jahr 1994 die Solarkonstante bei 1367 Watt pro Quadratmeter ausgewiesen. Christian Schönwiese hatte in seiner ersten Auflage 1994 von Klimatologie für die Solarkonstante einen Wert von 1368 Watt pro Quadratmeter ausgewiesen. In der vierten Auflage im Jahr 2013 stehen 1370 Watt pro Quadratmeter. Wahrlich, die Solarkonstante kann je nach Intensität der Sonne im Jahr um plus minus 4 Watt abweichen. Für unsere nachfolgende Recherche sind die kleinen Unterschiede aber ohne Bedeutung. Wir bleiben aber bei 1370 Watt pro Quadratmeter, da diese auch in der aktuellen Auflage Klimatologie benutzt werden und wir auf diesen Wert von 1370 Watt später noch rechnerisch Bezug nehmen werden. So kam es, dass sich die Klimawissenschaft das Stefan-Boltzmann-Gesetz aus dem 19. Jahrhundert über die Strahlung von schwarzen Körpern zunutze machte. Dabei ist das, was in dem folgenden Lehrvideo über das Stefan-Boltzmann-Gesetz erklärt worden ist, noch prinzipiell korrekt. Den schwarzen Körper entdeckten die Wissenschaftler Stefan und Boltzmann. 1879 erstellte Stefan den experimentellen Befund. Boltzmann gelang 1884 die theoretische Bestätigung. Als Formel ausgedrückt, P gleich Sigma mal A mal T hoch 4. Das bedeutet, die Strahlungsleistung des absolut schwarzen Körpers ist gleich Stefan-Boltzmann-Konstante mal Fläche, auf die sich die Oberflächentemperatur des Körpers bezieht, mal die Temperatur an der Oberfläche des Körpers hoch 4. Für die Lehrbücher der Oberstufe
teilt man häufig beide Seiten der Gleichung durch die Fläche A. P durch A gleich S. Das ist die Energiestromdichte. Das wissen wir schon. Das Stefan-Boltzmannsche Gesetz vereinfacht sich zu S gleich Sigma mal T hoch 4. Die Stefan-Boltzmann-Konstante ist gleich 5,67 mal 10 hoch minus 8 Watt mal Meter hoch minus 2 mal Kelvin hoch minus 4. Falsch wurde es, als sowohl dieser André Otto auf sofatutor.com als auch die gesamte Klimawissenschaft so nebenbei ignorierte, dass das Stefan-Boltzmann-Gesetz nur bei einem bestimmten Idealzustand, nämlich für idealisierte und lokale schwarze Körper mit einem festen Temperaturwert anzuwenden ist und eben nicht anzuwenden ist, um einen globalen Temperaturmittelwert eines Körpers zu ermitteln. Ein Körper also, wie die Erde, der auch nicht mal den Ansprüchen des verwendeten Stefan-Boltzmann-Gesetzes genügt und vollkommen schwarz ist. Trotzdem behauptet der Autor und Naturwissenschaftler André Otto in seinem Lernvideo allen Ernstes: Die zweite Voraussetzung wird durch das schwarze Rechteck symbolisiert. Die Erde, das ist in guter Ernährung möglich, wird als schwarzer Strahler im infraroten Bereich angenommen. Unglaublich! Die Erde ist also in guter Ernährung ein schwarzer Körper. So biegt sich die Klimawissenschaft also das vielfach zitierte Stefan-Boltzmann-Gesetz zurecht. Richtig ist stattdessen, dass das Stefan-Boltzmann-Gesetz und die dort verwendete Sigma-Konstante nicht anzuwenden sind auf ein und denselben nicht schwarzen Körper wie die Erde, der zusätzlich auch noch mehrere, besser nahezu unendlich viele, unterschiedliche Temperaturwerte auf seiner Oberfläche aufweist. Aber das alles war der Klimawissenschaft egal und sie verwendete die so fälschlich interpretierte Stefan-Boltzmann-Formel wie ein fundamentales physikalisches Gesetz. So wurde in die Stefan-Boltzmann-Schwarzkörper-Strahlungswert-Tabelle geschaut, welcher Temperaturwert in Grad Celsius würde bei einer Solarkonstante von 1370 Watt pro Quadratmeter auf einer schwarzen Fläche zurückstrahlen. Man erhielt einen Wert nach der Stefan-Boltzmann-Wertetabelle von ca. 121 Grad Celsius bzw. 394 Kelvin, abgerundet 120 Grad Celsius. Sie müssen sich an dieser Stelle weiterhin klar machen, dass wir uns bei diesem Berechnungsmodell an dieser Stelle immer noch auf einer flachen Erde als Scheibe ohne Atmosphäre befinden. Denn es soll ja der Berechnungsweg für die minus 18 Grad Celsius aufgezeigt werden. Ein Wert, der angeblich existieren würde, wenn die Erde keinen Treibhauseffekt und eben keine Atmosphäre hätte und auch noch eine flache Scheibe wäre. Aber dazu kommen wir gleich. Vorher wurde von der Klimawissenschaft noch ein anderer Aspekt berücksichtigt, der sogenannte Albedo-Effekt. Auch wenn die Erde keine Atmosphäre hat, würden trotzdem Sonnenstrahlen von der Erde wieder ins Weltall zurückgestrahlt werden, durch den sogenannten Albedo-Effekt. Nach Satellitenmessungen, wie Fritz Gassmann in seinem Buch behauptet, beträgt der planetare Albedo im Mittel 30%. Es werden also 30% des Sonnenlichtes im Wesentlichen durch Wolken, Eis und Meere ins Weltall reflektiert und stehen nicht für die Erwärmung der Erdoberfläche zur Verfügung. Um die mittlere Gleichgewichtstemperatur der Erde ohne Atmosphäre abzuschätzen, dürfen wir also nach Abzug des Albedo-Effektes nur 70% der Solarkonstante von 1370 Watt pro Quadratmeter verwenden, also nur 959 Watt pro Quadratmeter als einfallende und absorbierte Strahlung betrachten. Aber bitte beachten Sie, auch dieser ach so glatte und gut aussehende 30% Albedo-Wert scheint letztlich nur geschätzt worden zu sein. So gab es bereits 1977 Wissenschaftler, die von einem Albedo-Wert der Erde von nur 7% ausgegangen waren. Aber trotzdem, bei unserer minus 18 Grad Betrachtung ist bis hierhin die Erde immer noch eine Scheibe ohne Atmosphäre. Da die Erde aber in Wirklichkeit eine Kugel und eben keine Scheibe ist, darf der Wert von 959 Watt pro Quadratmeter gemäß der Kugeloberflächenformel
4πr² nur mit einem Geometriefaktor von einem Viertel berücksichtigt werden. Es müsste sich also eine Gleichgewichtsstrahlung von einem Viertel von 959 gleich 240 Watt pro Quadratmeter einstellen. Mit diesem Wert von 240 Watt pro Quadratmeter geht man wieder in die Stefan-Boltzmann-Schwarzkörper-Strahlungstabelle und erhält bei 240 Watt pro Quadratmeter einen Temperaturwert von minus 18 Grad Celsius. So errechnen sich also die angeblichen minus 18 Grad Celsius als globale Mitteltemperatur auf der Erde, wenn es auf der Erde keine Atmosphäre und keine Treibhausgase gäbe. Fassen wir zusammen und stellen wir klar, unter welchen Annahmen die minus 18 Grad Celsius ermittelt wurden und welche wichtigen und bekannten Tatsachen der Erde bei dieser Berechnung der minus 18 Grad Celsius nicht berücksichtigt worden sind. Die berücksichtigten Annahmen sind: erstens, die Erde hat eine durchweg schwarze Fläche. Zweitens, der ermittelte Flächenabstrahlungswert lässt sich durch eine einfache Vierteilung auf die Erdkugel umrechnen. Nicht berücksichtigte Fakten der Erde sind die Rotation, die Neigung der Erdkugel und die damit verbundenen unterschiedlichen Einstrahlwinkel der Sonnenstrahlen, als auch die während eines Tages gespeicherte Wärmeenergie und die Wärmeabgabe während der Nacht bleiben bei der hypothetischen Berechnung der minus 18 Grad Celsius unberücksichtigt. Und zweitens, wie bereits erwähnt, das Stefan-Boltzmann-Gesetz ist auf die Erde nicht übertragbar und nicht anwendbar. Schauen Sie sich auch diese Visualisierung der relevanten Fakten an. Dann erkennen Sie hoffentlich, dass die stark vereinfachte Anwendung des Stefan-Boltzmann-Gesetzes bei einer Erde als angeblich schwarzer Körper, egal ob ohne oder mit Atmosphäre, so nicht funktionieren und so nicht stimmen kann. Die Sonne spendet uns Licht und Wärme. Ohne sie würden ewige Dunkelheit und Kälte herrschen. Es wäre das Ende allen Lebens. Doch das Licht und die Wärme, die sie uns auf unserer jährlichen Runde schenkt, sind nicht gleichmäßig verteilt. Die Jahreszeiten entstehen durch eine winzige astronomische Abweichung. Die Achse zwischen den Polen ist gegenüber unserer Rotationsebene um die Sonne gekippt. Ein 66-Grad-Winkel mit großen Folgen. Im Laufe des Jahres trifft auf eine Erdhalbkugel weniger Licht und Wärme. Im Dezember erhält die Südhalbkugel mehr Sonnenenergie als die Nordhalbkugel. Südlich des Äquators ist nun Sommer und nördlich davon Winter. Im Süden sind die Tage länger, im Norden kürzer. 6 Monate später hat die Erde wie ein riesiger gekippter Kreisel ihren Lauf fortgesetzt. Und nun geschieht das Gegenteil. Nördlich des Äquators beginnt in Europa der Frühling. All unsere Satelliten und Wetterstationen registrieren den Frühlingsanfang. Und es breitet sich eine grüne Welle über den Kontinent aus. Bilden Sie sich nun deshalb selbst eine Meinung, was von dieser Berechnung der minus 18 Grad Celsius zu halten ist. So, damit schließen wir unsere Ermittlung über die minus 18 Grad Celsius ab und wir ermitteln nun, wie die plus 15 Grad als Wert aus dem natürlichen Treibhauseffekt zustande kam. Wenn Sie geglaubt haben, die plus 15 Grad Celsius wären wenigstens in ähnlicher pseudowissenschaftlicher Art und Weise ermittelt worden, dann irren Sie sich gewaltig. Obwohl Fritz Gassmann in seinem Buch aus 1994 auf mehreren Seiten die Berechnung der minus 18 Grad Celsius umfangreich erklärt hatte, was wir ja in diesem Video bereits visualisiert haben, findet sich auf den anderen Seiten seines Buches kein Hinweis, wie die plus 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt ermittelt worden sind. Fritz Gassmann sagt lediglich an 2 Stellen in seinem Buch, 114% entsprechen 15 Grad Celsius. Im Kapitel seines Buches, wo Gassmann mit der Überschrift ab Seite 16 behauptet hatte, die Physik des Treibhauseffektes sei gut verstanden, sagt Gassmann dann auf Seite 22 wörtlich, Zitat, die verbleibenden 114% ergeben die beobachtete mittlere Erdoberflächentemperatur von rund 15 Grad Celsius. Zitat Ende. Interessant, die plus 15 Grad Celsius seien also sogar beobachtet worden. Die erwähnten 114%
kennen Sie ja bereits aus anderen Publikationen, die wir in diesem Video bereits vorgestellt hatten. Wir werden auf diese 114% in einigen Minuten in diesem Video noch intensiv zu sprechen kommen. In einem Vortrag aus dem Jahr 2009 behauptete Gassmann, der Wert der globalen 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt sei sogar gemessen worden. Zitat: Das Gleichgewicht zwischen Sonneneinstrahlung und emittierter Infrarotstrahlung ergebe ohne Treibhauseffekt minus 18 Grad Celsius anstelle der auf der Erdoberfläche gemessenen Durchschnittstemperatur von plus 15 Grad Celsius. Zitat Ende. Also die 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt seien nicht nur beobachtet worden, sondern sogar auch noch gemessen worden. Sehr interessant. Auf unsere Mail-Anfrage vom 1.8.2015, Herr Gassmann möge doch bitte die gemessenen und beobachteten 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt belegen, antwortete Fritz Gassmann am 4.8.2015 per Mail mit den globalen Mittelwerten aus den Beobachtungstabellen des GIS von der NASA, die ja mit der Ermittlung des Temperaturwertes des Treibhauseffektes nichts zu tun haben. Diese fehlerhafte Argumentation kennen wir ja bereits aus diesem Video von wikipedia.de. Hinzu kam, dass Fritz Gassmann die GIS-Tabellen der NASA auch noch nicht mal korrekt lesen und bewerten konnte. Unser entschlossenes Nachfragen, Herr Gassmann möge doch bitte die gemessenen und beobachteten 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt, wohlgemerkt aus dem Treibhauseffekt, belegen, beantwortete der nun beleidigte Fritz Gassmann nicht mehr. Diese Vorgehensweise kennen wir ja auch von anderen Klimaforschern, die sich entlarvt fühlen. Fassen wir bis hierhin zusammen, dass es weder berechnete, noch gemessene, noch bis dato anderweitige Ermittlungen gibt, wie sich die globalen 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt nachweisen lassen. Nun schauen wir mal, welche steilen Thesen der Sofa-Tutor André Otto in seinem Lernvideo über den Treibhauseffekt der Atmosphäre so erzählt. Auf der betreffenden Webseite stellt er ja bereits die steile These auf, man könne den Messwert von 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt fast exakt reproduzieren. Ja, dann schauen wir mal. Realistischer Strahlungshaushalt. Kann man die mittlere Temperatur auf der Erdoberfläche genauer berechnen? Ja, man muss dafür den relativen auf die Erdoberfläche auftreffenden Energiestrom kennen. Versuchen wir es einmal. Die Sonneneinstrahlung beträgt Pa, das sind gerade die 100%. Der absorbierte Anteil davon ist 0,7. So, und dann haben wir noch den auf die Erdoberfläche auftreffenden Energiestrom unter Berücksichtigung des Treibhauseffekts. So, hier müssen wir sein Lernvideo sofort mal unterbrechen. Denn André Otto erwähnt zwei Parameter, die wir hinterfragen müssen, weil er den zweiten Parameterwert im weiteren Verlauf seines Videos nicht erklärt. Sie, verehrter Zuschauer, kennen aber diesen zweiten Wert von 1,46 aus den bereits in unserem Video erwähnten Energiebilanzgrafiken, wie diese Grafik vom Deutschen Bundestag. Die 1,46 sind die um 2 Nachkommastellen modifizierten, aber gleichbedeutenden 146 aus der Grafik des Deutschen Bundestages, die sich aus den Werten 51 und 95 zusammensetzen und in Summe 146 bzw. 1,46 ergeben. Der Wert 51 als Wert, der vom Erdboden von der eingestrahlten Solarstrahlung absorbiert wird, ist dabei ja noch erklärlich. Aber der Wert von 95, der vom Erdboden absorbierten Infrarotstrahlung der Atmosphäre, wird sowohl in Höhe als auch in Bezug auf die Ursache bis heute von der Klimaforschung nicht wissenschaftlich bewiesen und somit auch nicht wissenschaftlich erklärt. André Otto will ja mit seinem Lernvideo den Treibhauseffekt erklären, benutzt aber einen Wert, von dem er selbst sagt, dass dieser Wert von 1,46 einen auf die Erdoberfläche auftreffenden Energiestrom unter Berücksichtigung des Treibhauseffektes beinhalten würde. Also wieder mal eine typische Selbstreferenzierung bzw. ein Zirkelschluss, den André Otto verwendet, der aber in der seriösen Wissenschaft aus verständlichen Gründen nicht erlaubt ist. Aber schauen Sie mal, wie André Otto nun mit diesen Werten weiterrechnet. Also,
Nochmal ran an TM. Wie gehabt benutzen wir die Proportionalität von P zu Sigma mal T hoch 4, das Stefan-Boltzmannsche Gesetz. Die Näherung findet unter Berücksichtigung der Treibhausgase statt. Dabei werden die vorgestellten realistischen Werte verwendet. Wir setzen, wie gehabt, Sigma mal Tm hoch 4 und Sigma mal T0 hoch 4 ins Verhältnis. Das ist 1,46 durch 0,7. Wir stellen nach Tm um. Das ergibt 305 Kelvin bzw. 32 Grad Celsius. Warum ist dieser Wert zu hoch? So, und nun noch die letzte Verfeinerung. Wir berücksichtigen die Treibhausgase und einen zusätzlichen Energieverbrauch. Von unseren 1,46 Pa muss nämlich noch Energie abgezogen werden. Und zwar durch Konvektion 0,05 Pa. Für die Verdunstung des Wassers auf der Erdoberfläche werden 0,27 Pa verwendet. Wir bilanzieren und erhalten 1,14 Pa. Auch diese vier Werte finden sich in der bekannten Grafik des Deutschen Bundestages. Die 1,46 haben wir Ihnen ja bereits kritisch erklärt. Und die drei anderen Werte finden sich ebenfalls in der Grafik des Deutschen Bundestages. Und wie Sie sehen, André Otto kommt auch auf die 114 bzw. 1,14 pa, die sich wie ein roter Faden durch die gesamte Recherche ziehen. Aber machen Sie sich nochmal Folgendes klar. Die 114 sind nur möglich geworden, weil die 146 und speziell der Wert von 95 aus der atmosphärischen Gegenstrahlung von André Otto und der gesamten Klimaforschung nicht wissenschaftlich erklärt worden sind. Aber schauen Sie nun, zu welchem Ergebnis André Otto kommt. Wir rechnen nun in bewährter Weise. Für Tm erhalten wir 287 Kelvin oder 14 Grad Celsius. Der experimentelle Wert, das heißt die Messung, ergibt 15 Grad Celsius. Ich denke, das ist ein super Smiley-Wert. Für die mittlere Temperatur an der Erdoberfläche erhält man unter Berücksichtigung des Treibhauseffekts einen Wert von 32 Grad Celsius. Trägt man zusätzlich der Konvektion in der Atmosphäre und der Verdunstung des Wassers Rechnung, ergibt sich 14 Grad Celsius in guter Übereinstimmung mit dem Messwert von 15 Grad Celsius. Das war ein weiterer Film von André Otto. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg. Tschüss! Auch hier stellt sich die Frage, wie André Otto auf den angeblich gemessenen Wert von 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt kommt. André Otto und auch die gesamte Klimawissenschaft gaukeln der Öffentlichkeit eine Wissenschaftlichkeit vor, die in Wirklichkeit auf einem ganz banalen und trivialen Prozedere fußt, der auf einer Behauptung von Arrhenius zurückgeht. Sie erinnern sich, denn Svante Arrhenius hatte ja bereits im 19. Jahrhundert behauptet, die Erde hätte eine globale Mitteltemperatur von 15 Grad Celsius, ohne aber dass dieser Wert von 15 Grad Celsius von Arrhenius jemals bewiesen oder gemessen worden ist. Stattdessen ist die heutige Klimawissenschaft einfach, auch bei diesem Wert, in die Stefan-Boltzmann-Schwarzkörper-Strahlungswerttabelle gegangen und hat den Abstrahlungswert des schwarzen Körpers Erde bei einer Bodentemperatur von 15 Grad Celsius ermittelt und man erhielt 391 Watt pro Quadratmeter, abgerundet 390 Watt pro Quadratmeter. Die 390 Watt kennen Sie bereits, denn diese 390 Watt finden Sie bereits seit 1995 in den IPCC-Berichten als Wert aus der Bodenabstrahlung. Diese 390 Watt pro Quadratmeter sind also nichts anderes als eine andere Bezeichnung für den gewünschten Wert von 15 Grad Celsius als globalen Mittelwert aus dem natürlichen Treibhauseffekt. Wenn André Otto den von ihm nicht erklärten Parameterwert von 1,46 pa in seiner Berechnung der globalen Mitteltemperatur verwendet,
dann stecken in diesem Wert von 1,46 die 15 Grad Celsius als Ergebnis bereits drin. André Otto kann auf kein anderes Ergebnis als 14 oder 15 Grad Celsius kommen, weil mit dem Parameterwert 1,46 Pa bereits dieses Ergebnis programmiert ist. Der Grund, warum André Otto nicht auf genau 15 Grad Celsius kommt, liegt lediglich in der Rundungsproblematik begründet. In den 146 bzw. 1,46 Pa sind die 114 enthalten. Die 114 sind lediglich eine andere Einheit und eine andere Darstellung der 390 Watt pro Quadratmeter. Und die 390 Watt pro Quadratmeter basieren auf den 15 Grad Celsius aus der Stefan-Boltzmann-Schwarzkörper-Strahlungswert-Tabelle. Die Klimarechnerei, die André Otto durchgeführt hat, ist also eine riesige Farce. Merkwürdig ist ja ebenfalls, dass Fritz Gassmann in seinem Buch auf der Seite 14 zwar auch eine Schwarzkörperstrahlung-Temperaturwert-Tabelle angegeben hatte, aber in dieser Tabelle die Strahlungswerte für die so elementar wichtigen Temperaturwerte minus 18 Grad Celsius und plus 15 Grad Celsius dort nicht aufgelistet sind. Wir waren deshalb gezwungen, uns eine eigene solche Tabelle zu erstellen, in der wir alle relevanten Werte ausgerechnet haben. So haben wir dann auch erst die merkwürdige Denk- und Rechenlogik des angeblichen Treibhauseffektes durchschauen können. Bemerkenswert ist, dass im aktuellen IPCC-Weltklimabericht 2013 im Glossar auf Seite 1453, also ganz weit hinten, erstmalig eine neue Begrifflichkeit aufgetaucht ist. Energy Budget of the Earth, also Energiebudget der Erde, wo auch die 15 Grad Celsius bzw. 288 Kelvin als Fixwert festgelegt worden sind, obwohl es für diesen Wert von 15 Grad Celsius bis heute keinen wissenschaftlichen Beweis gibt. Merkwürdig, beim Greenhouse-Effekt hat der IPCC im Jahr 2013 diesen unwissenschaftlichen Temperaturwert von 14 Grad Celsius bzw. 15 Grad Celsius verschwinden lassen. Und nun taucht er zwei Seiten zuvor bei der neuen Begrifflichkeit Energy Budget of the Earth wieder auf. Und nun müssen wir ja noch aufklären, wie Professor Dr. Christian Schönwiese von der Goethe-Universität in Frankfurt in seinem studentischen Lehrbuch Klimatologie diesen Sachverhalt rund um die 15 Grad Celsius verschleiert und stattdessen Wissenschaftlichkeit vorgaukelt. Wie wir ja mittlerweile in diesem laufenden Video offengelegt haben, bedeuten die 390 Watt pro Quadratmeter nichts anderes als die Verschleierung der 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt, die bis heute niemand wissenschaftlich nachweisen konnte. Nun schauen wir mal, wie Christian Schönwiese die 390 Watt erklärt. Schönwiese behauptet auf Seite 118, Zitat: Dazu ist die terrestrische Strahlung, das heißt die Wärmeausstrahlung der Erdoberfläche, in Relation zu setzen, die in Kapitel 4.1 für einen idealen schwarzen Körper mit 390 Watt pro Quadratmeter angegeben worden ist. Zitat Ende. Okay. Schönwiese verweist also auf Kapitel 4.1 seines Buches. Dann schauen wir mal, was in Kapitel 4.1 an Informationen zu finden sind. Auf Seite 110 von Kapitel 4.1, also 8 Seiten zurück, findet sich folgendes Zitat: Die Energieflussdichte für die Erde, Klammer auf, Erdoberfläche, vergleiche auch Kapitel 4.2, terrestrische Strahlung, Klammer zu, hingegen nur 390 Watt pro Quadratmeter. Zitat Ende. Wie Sie sehen, Schönwiese verschweigt das Zustandekommen der 390 Watt pro Quadratmeter. Schönwiese verschweigt, dass die Klimawissenschaft bei 15 Grad Celsius einfach in die Stefan-Boltzmann-Strahlungswert-Tabelle gegangen ist, mit der bis heute nicht bewiesenen Annahme, die Erde sei ein bei global durchschnittlich 15 Grad Celsius strahlender schwarzer Körper. Stattdessen schickt Schönwiese seine Leser und Studenten in ein regelrechtes Hamsterrad, in dem er wieder mal Selbstreferenzierung betreibt, indem er auf die Kapitel 4.1 und Kapitel 4.2 gegenseitig verweist, ohne aber die Existenz und Herkunft der 390 Watt zu erklären. Übrigens, Schönwiese hatte auch bereits in seiner ersten Auflage im Jahr 1994 von Klimatologie
die gleiche wortwörtliche Selbstreferenzierung der 390 Watt praktiziert. Wir hatten Sie ja vor gut 20 Minuten in diesem Video gebeten, Sie sollten folgenden Sachverhalt in Erinnerung behalten. Deshalb merken, Solarkonstante wird ohne den Einfluss der Atmosphäre ermittelt. Sie sehen und lesen ja, dass Schönwiese die 390 Watt durch den vierten Teil der Solarkonstante teilt, um auf die 114% zu kommen. Wie Sie ja mittlerweile in diesem Video erfahren haben, sind die 390 Watt pro Quadratmeter nichts anderes als die 15 Grad Celsius Temperaturwert aus dem Treibhauseffekt. Und somit sind die 15 Grad Celsius ein Wert, der laut Klimawissenschaft mit Atmosphäre zustande kam. Schönwiese setzt also einen Wert mit Atmosphäre, nämlich die 390 Watt bzw. die 15 Grad Celsius, in Beziehung zu einem Wert einer gevierteilten Solarkonstante, die aber keine Atmosphäre hat. Es wird also ein Wert mit Atmosphäre bzw. mit Treibhauseffekt mit einem Wert ohne Atmosphäre bzw. ohne Treibhauseffekt in Beziehung gesetzt, um einen angeblichen Treibhauseffekt zu erklären. Sie merken, wieder eine Selbstreferenzierung und wieder ein Zirkelschluss, weil die 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt bis heute nicht nachgewiesen worden sind. Dieser Wert von 15 Grad Celsius aber die Grundlage für die gesamte Klimarechnerei bildet. Das Verschweigen der Erklärung für die 390 Watt verschleiert diesen Wissenschaftseklat. Mit den vorgenannten Zitaten von Schönwiese aus seinen Kapiteln 4.1 und 4.2 seines Buches über die 390 Watt pro Quadratmeter als angebliche Abstrahlung eines idealen schwarzen Körpers hat aber Schönwiese die Suggestion erzeugt, die 390 Watt sei die Abstrahlung eines idealen schwarzen Körpers im mehr oder weniger Vakuum, also ohne Atmosphäre, wie bei der Solarkonstante, was ja nun gar nicht stimmt, weil wir ja nachgewiesen haben, dass die 390 Watt sich auf die 15 Grad Celsius beziehen, also ein Wert, der sich auf eine Erde mit Atmosphäre und mit Treibhauseffekt bezieht. Die beiden Werte 390 Watt und 342,5 Watt sind deshalb nicht vergleichbar, weil die 390 Watt ja bereits durch die Atmosphäre beeinflusst sind. Die 342,5 Watt hingegen zeigen einen Wert ohne Atmosphäre an. Schönwiese setzt also Äpfel mit Birnen in Beziehung, um zu behaupten, durch ein Mehr an Birnen würde die Apfelernte um 14 Prozentpunkte steigen. Sie erkennen hoffentlich nun die Scharlatanerie, die hier nicht nur von dem Frankfurter Universitätsprofessor Christian Schönwiese, sondern auch von der gesamten weltweiten Klimawissenschaft seit Jahren und Jahrzehnten fabriziert worden ist. So, damit schließen wir das Kapitel rund um die plus 15 Grad Celsius ab und wir hoffen Ihnen erklärt und belegt zu haben, dass die plus 15 Grad Celsius aus dem Treibhauseffekt ein hochgradig dubioser Wert ist. Es erübrigt sich wohl auch deshalb, über die noch fehlenden 33 Grad Celsius überhaupt noch zu reden, das heißt über die Differenz von minus 18 Grad Celsius und plus 15 Grad Celsius, überhaupt noch ein besonderes Wort zu verlieren. Obwohl wir in diesem Video in über 2 Stunden die angeblichen Argumente und angeblichen Beweise der Klimawissenschaft als Scharlatanerie mit unerlaubten Zirkelschlüssen, Verschleierungen, Tricks und Suggestionen haarklein belegt und als solche entlarvt haben, hören und schauen Sie, wie zum Beispiel Friedrich Wilhelm Gerstengabe vom PIK in Potsdam bei seinem Vortrag in Leipzig im April 2010 die Person der Kritiker klassifiziert. Da die Tonqualität des Originalvideos zu schlecht ist, zeigen wir Ihnen nur die Screenshots seiner PowerPoint-Folien. Gerstengabe hat die Person Klimaskeptiker in 6 Kategorien eingeteilt. Lesen Sie selbst seine ersten 3 Thesen. Man muss sich beim Lesen unseres Erachtens regelrecht fremdschämen für diese Klassifizierung, die dieser angebliche Wissenschaftler absondert. Bei der Klassifizierung als Querulant fühlt man sich in erschreckender Weise zurückversetzt in Zeiten, die man eigentlich in Deutschland nicht mehr haben wollte, wenn Gerstengabe argumentiert, Personen, die gegen den Strom schwimmen und gegen allgemein akzeptierte Ansichten auftreten, seien Querulanten, so Gerstengabe.
Diese Bezeichnung Querulant kann den Straftatbestand der Beleidigung erfüllen, Herr Gerstengabe. Insbesondere, wenn das ein Wissenschaftler wie Gerstengabe über Kritiker behauptet, die mit konstruktiver und fundierter Kritik zahlreiche Behauptungen dieses Wissenschaftlers Gerstengabe widerlegen. Bei seinen zweiten drei Thesen wird Gerstengabe nicht weniger respektlos, wie Sie lesen können. Erst Querulanten, nun Besserwisser und Hobbywissenschaftler. Was wohl Galileo Galilei oder Alfred Wegener dazu sagen würde. Und dann noch angeblich Disziplinäre und Politlobbyisten, die Gerstengabe unter den Klimaskeptikern zu erkennen glaubt. Für uns können wir auf jeden Fall behaupten, dass wir zu keiner seiner sechs Kategorien gehören. Denn wir sind einfach nur journalistisch tätige Menschen, die einen Job machen, die andere hauptberufliche, deutschsprachige Journalisten offensichtlich verweigern. Interessant ist auch zu lesen, wie Gerstengabe den wissenschaftlichen Konsens definiert. Zitat: Eine wissenschaftliche Hypothese gilt dann als anerkannt, wenn sie durch eine überwältigende Mehrheit der Wissenschaftler im Rahmen von Fachartikeln, Tagungen oder Experimenten gestützt wird und nicht durch reproduzierbare Beweise widerlegt werden kann. Zitat Ende. Beachten Sie, dass durch diese These von Gerstengabe wieder mal eine Beweislastumkehr fabriziert worden ist. Die Kritiker, so Gerstengabe, haben reproduzierbare Beweise vorzulegen, dass die aufgestellte Hypothese falsch sein könnte. Und nicht diejenigen, die die Hypothese aufgestellt haben, haben die Beweise vorzulegen, sondern die Kritiker haben die Gegenbeweise vorzulegen, so Gerstengabe. Sie wissen ja auch bereits, wie Gerstengabe und die gesamte Klimafolgenforscherzunft reagieren wird, wenn doch mal ein Gegenbeweis durchs Raster fällt. Dann werden sie nämlich von Gerstengabe und Co. als Querulant, Besserwisser, Hobbywissenschaftler und weiteren Kategorien beschimpft. Vom sektenartigen Daseinscharakter der Klimawissenschaftler zeugt auch der letzte Satz von Gerstengabe. Zitat: Der wissenschaftliche Konsens ergibt sich also im Wesentlichen aus der Diskussion der Wissenschaftler untereinander. Zitat Ende. Was Klimaexperten in Österreich über kritische Stimmen und Recherchen im Juli 2015 behaupten, hören Sie jetzt. Auch in Österreich. Der Konsens, der Mainstream der wissenschaftlichen Klimasekte, bestimmt deren wissenschaftliches Denken. Unser Klima ändert sich also. Nur wer ist schuld daran? Klima ist etwas, was immer, wenn man in geologische Zeiten zurückschaut, was immer im Wandel war. Das ist immer rauf und runter gegangen. Es gab Eiszeiten, es gab Wärmezeiten. Nur das, was jetzt seit der industriellen Revolution passiert ist, das ist eindeutig, diese Änderung, die man hat, zum Großteil. Und das ist mehr als wie drei Viertel von Menschen verursacht. Und da sind sich die Wissenschaftler einig, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Es gibt vielleicht ein oder zwei Skeptiker, die aktiv sind in Österreich, die aber keine wissenschaftliche Ausbildung in dieser Richtung haben. Und da sieht man das Verhältnis. Mehrere hundert Wissenschaftler in Österreich, die aktiv in diesem Bereich forschen, gegen zwei Laien. Also ungefähr so muss man sich's vorstellen. Maximal 2 Grad mehr, das ist das internationale Ziel. Nach heutigen